großen Finale, nenn ich es jetzt mal. Weiß ich auch nicht, man ist jetzt hier irgendwie, das Haus ist explodiert und wir sind jetzt nur noch als kleiner Junge unterwegs. Och, keine Ahnung, wo uns. Was ist denn das? Ach, der Postbote. Hey du, Speziallieferung. Keiner hat herausgefunden, dass ich existiere. Keine Sorge, ich bin nur der freundliche Postmann, der seine Runde macht. Es wird alles wieder gut. Wie lautet deine Adresse nochmal? Mein Haus wieder gebrannt. Ja, deine Adresse scheint kürzlich. Oh, von der Liste gestrichen worden zu sein. Ziehst du um? Ich hab doch gar nicht, dass das Haus verbrannt ist. Vergiss nicht, bei deinem lokalen Postamt einen Nachsendeauftrag auszufüllen. Einen Moment, während ich deinen Brief suche. Ich weiß, er ist irgendwo. Oh gut, ich habe mal gesehen. 479 Pakete und Briefe direkt zu dir nach Hause geliefert. So viel. Jedes Paket und jeden Brief habe ich dort abgelegt. Direkt neben dem Feuer. Du musstest dich nicht einmal umdrehen. Exzellenter diskreter Service. Pünktliche Lieferung. Durch Regen und Schnee. Aber meistens Schnee. Im letzten wird es immer kälter, oder nicht? Aha, hier ist der Brief. Danke für den exzellenten Service. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu lesen. Ich bin sicher, er wird dich warm halten. Grüße, ergeben. Alles Gute, mit freundlichen Grüßen. Lebe wohl. Es wird alles wieder gut. Oh, mein Brief. Ach, das ist die. Oh, wieder. Oh, Estelle, bist du noch da? Erinnerst du dich vor langer Zeit? Du und ich und die Wand zwischen uns. Wir warfen Dinge über Tage und Stunden hinweg in das Feuer. Es war so warm. Wie die Umarmung einer fetten Marder im Speck. Wir dachten uns, würden die Spielsachen nie ausgehen. Wir dachten uns, würde nie die Zeit ausgehen. Wo ist sie geblieben? Haha. Raus aus dem Kamin hinaus. So wie alles andere. Oh, da gibt es noch etwas, das ich dir sagen möchte. Wusstest du, ich bin nicht verbrannt. Das Haus brannte nieder. Und dann bin ich gegangen. Genau wie du. Es gibt da draußen eine ganze Welt. Du kannst gehen, wohin auch immer du willst. Ich habe gar keine Eltern. Aber du kannst niemals zurück. Was? Ich bin am Strand. Ich sorge für meine großartige Bräune. Okay, danke für die Sonnenbrille. Ich kann es nicht fassen, wie wunderhübsch ich damit aussehe. Okay. Meine Freundin SP. Gut, dann gehen wir mal weiter. 2% aufs Tagesziel. Wer ist das? Muss ich die kennen? Diese 3D-Effekte. Diese Hände sind voll psycho. Was ist doch weh? Ja, willkommen, die Tore sind verschlossen. Sollte es wahrscheinlich nicht da draußen sein. Ach, doch, das ist der aus dem Bus. Du erkennst mein Werk? Ja, scheint so, als ob ich meinen Namen gemacht hätte. Im Hebelbedienungsgeschäft. Vielleicht hast du gehört, ich werde ein Seminar abhalten bei den kommenden zukünftigen Innovationen in der Hebelbedienungstechnologie-Konferenz. Du solltest vorbeikommen. Ich kann dich einigen wichtigen Personen im Geschäft vorstellen. Bring deinen Lebenslauf und deine Visitenkarte mit. Die Maschinerie wird sich nicht von selbst bedienen. Hey, was ist denn im Dunkeln für ein Gebäude? Oh, willkommen bei Tomorrow Corporation. Zukunft ist Tomorrow. Was macht die noch Corporation? Vielleicht kennst du Tomorrow Corporation Spielzeuge wie Fisties Game Pop oder Meine Kindheit, das Spiel oder Little Inferno Entertainment Fireplace. Du siehst aus, als wärst du vielleicht ein Fan von einem dieser Produkte. Du bist ja völlig mit Ruß bedeckt. Sind du ein Tor öffnen, damit ich rein kann? Ob ich diese furchteinflößenden Tore öffnen kann? Meine einzige Aufgabe, die einzige Aufgabe, für die ich angestellt wurde, die einzige Aufgabe, die ich besser kann als jeder andere, ist diese Tore zu öffnen. Also, wenn du darum bittest, bitte erneut darum mit Drama. Kannst du diese Tore öffnen, damit ich rein kann? Bitte. Und was? Denk daran. Denk an das Drama. Das ist der Moment, in dem du durch diese Tore schreitest. Was das für ein Gebäude ist. Du könntest einen Raum finden, der leuchtet wie die Sonne. Oder du könntest einen Aufzug finden, der nur nach oben fährt. Oder du könntest ein Monster mit einem Herz aus Gold finden. Stimmt. Oder ein fantastisches Sommerpraktikum. Auf
was auch immer hinter diesem Tor ist, wirst du niemals vergessen können. Also, noch einmal mit mehr Gefühl. Pförtner, öffne diese Tore. Hahaha, flinke Finger, los geht's. Bleib zurück, lass uns sehen, was diesmal passiert. Mein Gott, was macht der denn da? Hallo, das ist nur ein Tor. Da kannst du, da hätte ich auch drunter geht, durchgehen können, so klein wie ich bin. Was habe ich eigentlich für Eltern, die mir so einen Killerkamin kaufen? Ein bisschen übertrieben ist das schon. Was er dafür Hebel bedient, verstehe ich auch nicht. So, dann wollen wir mal reingehen, ne? Jetzt sieht man mein schönes, volles Haar. Ja, das war nicht das Ende, das wäre jetzt langweilig. Ne. Guck mal, geht auf die Sonne. Ja, willkommen bei Tomorrow Corporation. Wie kann ich behilflich sein? Erstens, weitere großartige Informationen über Tomorrow Corporation. Zweitens, Beschwerden für Klagen betreffend ihres Living Center Entertainment Fireplace. Drittens, mit einem unserer Angestellten sprechen. Weiter Frage. Ich habe eine Beschwerde. Mein Haus ist übergebaut. Das Problem. Ja, danke. Bitte stell uns folgende Unterlagen bereit. Erstens deine alphanumerische Hausratsversicherungsnummer. Wie immer dabei natürlich. Zweitens deine 16-stellige Kundenidentifikationsbestätigungsnummer. Drittens dein Little Inferno Echtheitszertifikat, das du mit dem Produkt erhalten hast. Du musst diese Unterlagen an die Nummer auf unserer Website faxen. Ich werde auf den Fax warten, danke. Ich möchte mehr über Dings erfahren. Die Zukunft ist tomorrow, steht auch auf unserer Website, bitte geh dort. Ich würde gerne mit einem Angestellten sprechen. Nö, nö, nö. Ja, bitte warten. Hallo, wie kann ich heute behilflich sein? Was schreibst du da? Ja, dieses Gespräch kann zum Zwecke der Qualitätssicherung aufgezeichnet werden. Es sieht so aus, als du würdest mehr Worte schreiben als sagen. Ja, ich schreibe ein Buch im anderen Fenster. In jeder kleinen Pause, zwischen jedem Wort. Deine Multitasking-Fähigkeiten sind hervorragend. Ja, danke. Um was geht es in deinem Buch? Ja, mein Buch ist eine schwelende Arbeit. Ein Geheimnis, eine Romanze, eine verbotene Affäre, ein Mord, ein brennendes Herz. Das ist ziemlich eine Autobiografie. Wie lautet der Titel? Ja, der Titel lautet Rauchwolken über Feuerhausen. Steht wirklich Feuerhausen? Also ein bisschen komisch. Eine spannende Fortsetzung mein letztes Buches. Das grauenvolle. Hey, das konnte man sich kaufen. Das war dieses komische Buch mit dem Schornstein. Ja, es ist grauenvoll. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Kann ich den Aufzug benutzen? Ja, danke Nachfrage. Leider ist der Aufzug nur für autorisierte Angestellte der Tomorrow Corporation. Könnte ich die Toilette benutzen? Ja, die Toilette ist den Aufzug drauf. Okay. Da gehe ich mal auf Toilette. So. Wo ist denn die Toilette? Spannende Poster, echt. Was für ein Vieh hier? Ach, das ist der komische Typ da. Oh, willkommen. Oh, es sieht so kalt da draußen aus. Bist du? Oh ja, ich bin Miss Nancy. Willkommen. Hattest du Spaß? Du hast den Little Inferno Fireplace erfunden? Oh ja, ich habe diese Firma aufgebaut. Ich hoffe, Little Inferno hat dich gemütlich und wollig warm gehalten. Mein Haus ist niedergebrannt. Ja, Tomorrow Corporation bedauert mögliche Unannehmlichkeiten. Du siehst aus, als könntest du eine Umarmung vertragen. Oh, erinnerst du dich? Ich habe dir einen Gutschein für eine Gratis-Umarmung geschenkt. Vor langer Zeit. Hast du ihn mitgebracht?
Achso, nee. Nein, ich habe ihn verbrannt. Oh je, du hast ihn verbrannt? Ich hoffe, er hat dich warm gehalten. Wie lange schneit es schon? Oh, er schneit so lange, ich zurückdenken kann. Und es wird immer kälter. Jeder Tag ist kälter als der vorherige. Das kann ich nicht mehr. Das kann nicht mehr so weitergehen. Oh, aber es ist wunderschön. Oder etwa nicht? Was? Was kann man denn für... Das kann doch nicht für immer andauern. Kannst du das da unten sehen? Schau, so weit du kannst. Alles, was du siehst, die ganze Stadt, sie verlangsamt sich. Und dann eines Tages wird sie stoppen. Eingefroren. Wie ein Familienfoto. Das ist grauenhaft, soll ich dagegen etwas tun? Es ist niemand schuld. Wir können das Wetter nicht kontrollieren. Wenn alles gefriert, warum gehen wir nicht alle fort? Du hast dein Haus niedergebrannt und du bist gegangen. Und was wird als nächstes gehen? Du kannst gehen, wo auch immer du willst. Aber du kannst nicht zurückgehen. Du kannst nicht mit mir mitkommen. Was? Du gehst auch fort? Oh ja, ich habe gerade fertig gepackt. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Ich war zu lange hier und ich werde nicht jünger. Obwohl ich absolut fantastisch für mein Alter aussehe. Dieses Fett. Sieht nicht so schön aus. Es gab so viele Dinge, die ich machen wollte. Wo ist Aal? Die Zeit geblieben. Oh, es ist einfach zu vergessen. Ich erinnere mich, wie ich eine Astronautin werden wollte und den Kosmos erforschen wollte und eine Symphonie komponieren wollte und zum Grund des Ozeans tauchen wollte und verlorene Städte entdecken wollte und neue Städte erbauen wollte und ein Model werden wollte. Aber bevor du dich versiehst, oh, wirst du auch dein Haus niederbrennen. Oh, hahaha, was soll man machen, wenn man schon alles hat, was man sich jemals erträumt hatte? Ich weiß es nicht. Was soll man machen, wenn man schon alles hat, was man sich hier erträumt hatte? Größer träumen. Okay, danke, dass du vorbeigeschaut hast. Oh, es war mein Vergnügen. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Zum Glück ist die Kernmodel geworden. Was ist jetzt los? Das ist wie eine Rakete. Das ist eine Rakete, echt. Wie ist sie denn damit so schnell reingekommen? Und wo steht das Teil denn? Garten? Ja, ich habe zu Hause immer eine Rakete im Garten stehen. Mein Gott, was ist das für ein Monsterviech? Will die hin? Will die auf dem Mond leben? Okay, das war ein bisschen übertrieben. Und was mache ich jetzt? Ich will auch nicht gerade laufen. Ich gehe erstmal wieder nach unten. Bauplan für einen Kuschelpanda. Kann sich nicht irgendwie denken, wie das geht. So schnell noch raus aus dem Gebäude. Ach, jetzt kommen wir noch hier lang. Ich erklimme diesen steilen Berg. Das erinnert mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, aber falls ihr es kennt, Limbo, wenn es euch bekannt ist, wird ihr wissen, was ich meine. Was ist denn das hier? Soll ich jetzt Selbstmord begehen? Ach, unser Wettermann! Herzlich willkommen, wichtige Wettermeldung, ein klarer Horizont, so weit das Auge reicht, bist du bereit aufzubrechen? Whee, los geht's! Schließ einfach deine Augen, geh vorwärts und glaube. Wirklich? Ich gehe einfach über diese Kante dieses großen, gefährlichen Felsen und glaube? Okay, los geht's. Hui, hallo Kind. Ah, war nur ein Witz. Da unten sind überall scharfe Steine und Haie. Und puh, das ist ein langer Fall. Ich kann dich mitnehmen, weit, weit weg aus dieser Stadt. Dann bist du aber eher auf dich allein gestellt. Du kannst so weit weggehen, wie du willst. Aber wenn du gehst, wirst du dafür zahlen müssen. Und du kannst niemals zurück. Bist du sicher, dass du bereit bist?
Ja, sicher, bin bereit. Wichtige Wettermeldung, die Sonne ist so groß, man kann sie beinahe anfassen. Das ist der Beginn von etwas Großartigem. Meldung, Wettermann über Stadt, über Rauchwolken und so weiter. Gute Nacht. Okay, auf damit. Ungefähr. Als ob man so einen Wetterballon auch so extrem steuern könnte. Was ist der gefüllt? Little Inferno. Gut. Das hätten wir auch geschafft. Ja. Bis zum nächsten Let's Play von was auch immer.